Einen wunderschönen und willkommen wieder zu einem kleinen Aufreger-Ansagen-Video. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich das hier bezeichnen soll, aber ich denke mal, Ansage trifft schon am besten, denn ich habe heute nichtsahnend ein Video mir angeschaut von dem guten Herrn Newstime. Sei gegrüßt an der Stelle, ich weiß, du wirst das Video hier eh nie sehen, daher ist das auch völlig wurscht. Denn dieses Video richtet sich meistens eigentlich näher unter den Leuten nur, die jetzt hier mich verfolgen, weil ich weiß, dass das Video sowieso nie irgendwie viral gehen würde, dass manche das so mitkriegen. Aber spielt keine Rolle, denn eigentlich möchte ich damit auch kleine YouTuber damit ansprechen. Denn in meinem letzten kleinen Ansager-Video gegen YouTube und gegen Freedom hatte ich ja mal den Gedanken geäußert, dass... Das mit dem Skandal mit Logan Paul, ne, der hat ja, ihr wisst ja, was er ja gemacht hat in Japan, das haben schon, ich glaube, jetzt so gut wie alle schon mitgekriegt. Der hat auch weitere andere Skandale gemacht, wie zum Beispiel, er hat einen lebenden Fisch eine Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben. Ich meine, das ist Tierquälerei, da sind wir zu dem Punkt, was ich mal im Radio gehört habe, mit der Tierquälerei. Jedenfalls ist jetzt das aufgetreten, womit ich schon längst gerechnet hatte, denn der, oder YouTube, unser schöner Plattform, Videoplattform, hat nämlich, ja, wie ich gesagt habe, die Haare gestreichelt von dem guten Logan Paul und hat ihm die Werbung wieder freigegeben. Ja, wie ich es mir schon gedacht habe, dass das große, böse Fingerzeig von YouTube, ganz ehrlich, ich habe euch nicht vollgenommen. Ich habe euch da nicht vollgenommen. Ihr seid in dem Punkt so eine Lachnummer. Also ganz ehrlich. Ganz ehrlich, YouTube. Ihr seid in dem Punkt so eine Lachnummer. Ihr macht alles offiziell. Wir nehmen ihn die Monetarisierung. Er wird dafür... er wird zu spüren bekommen für diesen Skandal. Das hat auf unseren Plattformen nichts zu suchen. Bla, bli, bla, bla, blob. Ganz ehrlich. Also, geht lieber kleine YouTuber striken oder sonstiges oder die sperren, nur weil die vielleicht ein Schwarzbild hatten. Die sind ja hier die größten Gangster auf ganz YouTube-Hausen. Jagt mal die lieber, anstatt die wirklichen Gangster mal hier raus zu grapschen. Ich wusste, dass YouTube um die Ecke kommt, jetzt Logan Paul die Haare streicht nach dem Motto, weißt du was? Zwei Wochen haben jetzt echt gereicht, dass du jetzt weißt, was du für einen Unsinn gemacht hast. Du kleiner böser junger Mann. Ich hoffe, wir haben dich jetzt dir gezeigt, dass das so nicht recht geht. Jetzt haben wir die Supernanny-Methode benutzt, dich auf die stille Ecke für zwei Wochen getan. Jetzt darfst du ruhig wieder weitermachen. Das ist ja super, YouTube. Hat das toll gemacht. Hat das toll gemacht, hast du. Wirklich toll. Wirklich. Nice. Dufte. Also in Sachen Kindererziehung frage ich euch auch mal am besten. Jetzt mal ernst an der Sache, Logan Paul darf wieder Werbung schalten, ist jetzt kein Wunder gewesen, wenn ich jetzt ehrlich bin, ist jetzt, wundert mich jetzt nicht wirklich, dass er wieder Werbung haben darf und auch in seinem Bericht von Herrn Newstime hat wohl sich auch mal die Chefin von YouTube geäußert, hat gesagt, ja, weil viele haben ja verlangt, dass er dann gekickt wird, hat sie dann sowas geäußert wie, können ihn doch jetzt nicht schmeißen, mein Gott, das war jetzt doch nur, das war doch nix, was in Japan, Quatsch, gut, sie hat das nicht so gesagt mit, ne, das war ja nichts in Japan, aber, so nach dem Motto, wirklich, wir kicken ihn doch nicht, das wäre doch so, das wäre jetzt nicht gerecht, wenn wir den jetzt kicken würden, also der hat, kriegst wenigstens keine Werbung. Nochmal an der Sache, würde ich so einen Scheiß machen, ich schwöre euch, Nackenklatscher, wirklich pur. Und ich glaube, da können jetzt verdammt viele kleine YouTuber davon sprechen. Und die kleinen YouTuber, die mal sagen, gerade auch mit der Aktion mit den 4000 Watchtime und sonstiges, nimmt das mal nicht so ernst und hast du nicht gesehen. Doch, nehme ich ernst. Weil, dass das lachhaft ist. Ich meine, sind wir mal auf der wirtschaftlichen Perspektive. Logan Paul bringt natürlich so viele Einnahmen, da brauchen, glaube ich, braucht man 10.000 kleine YouTuber, die vielleicht ansatzweise das zusammen reinkriegen mit der Monetarisierung Freischaltung, was er in einem Monat kriegt, braucht ein kleiner YouTuber vielleicht 3 Jahre. Ja, jetzt übertreibe ich jetzt mal. Ne? Aber so, dass ihr es mal vielleicht so vor Augen nimmt. In meiner wirtschaftlichen Perspektive ist das richtig, dass man ihn noch drin lässt. Kein Thema, wirtschaftlich gesehen, ja? Aber wie geht ihr jetzt vom Moral? Wie gesagt, hätte ich so einen Scheiß fabriziert, was der gemacht hat, ich wäre weg vom Fenster. Ich brauche gar nicht mehr an YouTube zu denken. Die würden mich schon im Gedanken striken.
Ja. Deshalb, ich finde das lustig. Ich weiß, dass ich jetzt diese Aktion sehr viel riskiere. Ist mir schon klar. Aber das muss irgendwo gesagt werden. Das ist nicht der richtige Weg. Sorry, das ist nicht der richtige Weg. Anstatt jetzt mal zu sagen, ich meine, man lässt jetzt Logan Paul wieder weitermachen, wie er möchte. Warum rudern wir jetzt mit dieser Scheißaktion mit dem 4000 Modstein und sonstiges nicht wieder auch da zurück? Weil jetzt sind wieder Funktionen geklaut worden. Und ich hab's euch ja erwähnt in meinem letzten Video. Es werden weitere Funktionen geklaut. Ich meine, es ist keine Funktion, die mich jetzt nicht betrifft, aber es betrifft schon einige andere kleine YouTuber, die vielleicht sogar relativ gerne streamen. Und wahrscheinlich auch da gerne Spenden bekommen. Weil jetzt kommen wir zu dem Punkt. Es sind nämlich Funktionen geklaut worden. Das kann ich euch mal jetzt eben zeigen. Moment. So. Sind nämlich Funktionen geklaut worden, nämlich der Superchat. Was das jetzt für, was das jetzt genau ist, weiß ich jetzt auch nicht, genauso wie der Unterstützer-Upgrade. Im Prinzip sind das zwei wichtige Merkmale, um irgendwie noch Geld zu bekommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt einen YouTube-Livestreamer eine Spende machen will, habe ich diesen Unterstützer-Upgrade, Superchat. Das heißt, ich spende irgendwas und werde dann irgendwie berücksichtigt, wahrscheinlich im Chat oder weiß der Kuckuck. Sowas ähnliches gibt es ja auch irgendwie bei Twitch. Ne? Auf jeden Fall wird das. Erzählt euch das mal jetzt rein. Werden das den kleinen YouTuber auch noch geklaut? Ich meine, ich bitte euch, dass ihr keine Werbung drauf schaltet. Ja? Okay. Okay. Aber ihr schaltet sogar die Funktion für Spenden aus? Aber was hat das mit eurer scheiß Werbung zu tun? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Ansonsten Entschuldigung. Ansonsten soll mir irgendeiner diesen Scheiß da erklären. Mich juckt das nicht. Ich streame sowieso nicht auf YouTube. Weil mir das einfach zu blöd, zu gefährlich ist. Einfach. Wenn ich da irgendwie jetzt Pokémon laufen würde, hab ich 100% schon 5 Urheberrechtstreffer. Sogar schon beim ersten Schwarzbild. Ich meine, wenn ich schon von Freedom schon geclaimed werde, dann wundert mich schon gar nichts mehr. Von meinem eigenen Netzwerk. Also ist schon auch geil. Ich meine, Sony lässt grüßen. Da gab es auch so eine Geschichte. Die offizielle PlayStation-Sony-Seite wurde von der Haupt-Sony-Seite von YouTube, also ich glaube Sony Deutschland, wurde von Sony, was weiß ich, Japan, also die Mutterfirma, irgendwie gestrikt, weil die einen Trailer rausgebracht haben, das eigentlich für Sony ist. Auch so bescheuert. Also da nochmal zum Punkt, wie gut der Filter hier funktioniert, ne? Aber mal jetzt im Ernst. Diggas. Rudert doch mal zurück. Zeigt doch mal, dass ihr mal ein bisschen anders seid, Diggas. Was ist denn los? Ihr seid ja völlig aus den Rudern. Ich sehe es noch wirklich kommen. Ihr nehmt bald noch die Funktion weg von längeren Videos, was weiß ich, personalisierte Thumbnails. Ich weiß, dass ich mich mit diesem Video total aus dem Fenster lehne und total viel riskiere, dass ich alles damit riskiere, dass mein Kanal bestimmt davon weg ist. Riskiere ich bestimmt. Ja, tut mir schon das Herzblut weh, aber ey, das muss doch mal irgendwie gesagt werden. Ist mal im Ernst, Diggas. Rudert mal zurück. Werd doch mal normal. Strike die Chose oder strike die Chose nicht, mal ganz ehrlich. Strike die. Tut Logan Paul weg. Ja? Für seine Scheiße, die er getan hat. Wenn nicht, gibt ihm die Werbung dann wieder. Aber macht die Funktion dann wieder für die normalen YouTuber zurück. Ganz ehrlich. Mich juckt das mit der Kohle. Von mir aus, lasst die Funktion bei mir da. Nehme ich in Kauf. Würde ich auch machen. Dann was verstreicht bei mir die Funktion mit Monetarisierung und sonstiges. Hier dieses Superchat-Unterstützer-Upgrade. Aber gibt doch alle anderen frei. Ich finde das voll mega unfair, was ihr total behindert, was ihr macht. Ich meine, ja, wirtschaftlich gesehen, ja. Ich meine, da habe ich noch die Logik. Sehe ich ein. Wenn ich jetzt als Wirtschaftswesen-Person sehe ich das so ein. Logan Paul bringt Kohle, alles wunderbar. Tofte, tofte, mofte, alles supi. Ja? Wirtschaftlich gesehen. Ich weiß, ihr habt eure Werbepartner. Ihr habt vielleicht auch selber Druck im Hintergrund, YouTube. Ja, ist alles schön und gut. Aber Diggas, die Sache mit Vidme, was da los war. Ja, Vidme hat sich nicht durchgesetzt. Aber die Leute sind nicht umsonst alle nach Vidme gewechselt. Irgendwann kommt vielleicht die nächste Videoplattform. Und dann wechseln auch wieder welche alle. Ich vielleicht auch nicht wieder für ewig. Aber ey, Leute, checkt das. Das System ist wackelig bei euch. Die YouTuber wechseln ihre Meinung. Jeden Tag wie ihre Unterbuchs, sag ich euch jetzt schon. Kommt eine andere Videoplattform, die wirklich so gut ist. Und ich muss euch eins sagen: Vidme hat sich zwar nicht durchgesetzt, aber Vidme hat tolle Funktionen gehabt, die YouTube hätte schon längst haben müssen. Aber gut. Meine Meinung, wie gesagt,
Ich weiß, ich riskiere damit alles. Ich weiß ganz genau, es könnte viral hier gehen, weiß der Kuckuck, dass ich damit viel riskiere. Aber Diggas, Leute, seid bitte normal. Kommt mal auf den Boden der Tatsachen rüber. Für so eine Scheiße gehört da gestrikt und fertig. Ja, fertig. Ganz ehrlich. Wenn ich als Firmenchef eine Firma leite und da Kacke baue und uns Privatinsolvenz, dann bin ich selber dran schuld, weil ich irgendwelche Entscheidungen getroffen habe, die total irrsinnig sind. Also wenn er jetzt dadurch in eine Privatinsolvenz kommt, ja, ist das seine Schuld. Einen Fisch Mund-zu-Mund-Beatmung geben, aber dann behaupten, dass meine Videos, oder sagen wir von vielen kleinen Videos, gar nicht qualitativ und sonst wie sind Gangster, Wangster und hast du nicht gesehen? Digga, Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem Fisch? Behindert und sowas unterstützt man. Aber auf die kleinen YouTuber hacken und behaupten, die bauen den größten Mist ever. Klar. Egal, das war zu der Sache. Wie gesagt, schaut euch das Video von Newstime an. Ich finde es nur lachhaft. Ich finde es nur mega lachhaft. Ich wusste, dass das, als diese Regelung kam, wusste ich, dass das passiert mit dem Filter, das zugreift. Sache hier habt ihr gesehen bei mir in meinem letzten Video. Ich habe auch angekündigt, dass noch weitere Funktionen geklaut werden. Ist auch passiert und ich habe auch angekündigt, dass Logan Paul wieder Werbung schalten darf. Ist auch passiert. So. Das war's an der Tatsache. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt, auf euren Kommentaren. Wie gesagt, wenn da irgendwelche Außenstehende dabei kommen, ist das lustig. Wenn nicht, ich weiß, dass meine Stammzuschauer darauf schreiben und gerne wahrscheinlich davon erfahren möchten. Aber ja, Logan Paul, du bist der Beste. Super. Toll. YouTube auch. Okay, ich bin weg. Ciao.